Ludwigsburg elektrisiert. Der erste Elektro-Leicht-LKW der Stadt und 30 weitere E-Fahrzeuge sind neu in den städtischen Fuhrpark aufgenommen worden. Der Street-Scooter und seine Artgenossen sollen zu einer besseren Luft beitragen. Insgesamt verfügt die Stadt Ludwigsburg damit nun auch über 61 Fahrzeuge mit alternativem Antrieb. Die Kosten für die Neuankömmlinge belaufen sich auf rund 3 Millionen Euro. Der Großteil davon ist durch die Förderung des Bundes aus dem Sofortprogramm Saubere Luft gedeckt.